Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zocker und wir sind zurück bei der Witcher 3 Bitches, wollte ich sagen, sorry. Und wir gehen jetzt Triss besuchen. Oh Baby, das wird so sexy. Trissi, ich komme. Lang ist es her, Triss, ne? Oh. Was? Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppler. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Das war jetzt aber nicht schlecht. Ja, was ist mit dir? Was ist mit dir? Hey, red mit mir. Erstklassige Schwerter. Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na... die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Zeig mal, was du anzubieten hast. Wissen wir schon. Das war schlimm, Freunde. Das war richtig schlimm. Na gut, was haben die Schönes? Ah, ich darf ja nichts kaufen. Ich brauche die Kohle ja noch. Wiedersehen. Ja gut, wir wollten zu Triss. Er ist jetzt eh weg. Wo ist er hin? Der war jetzt aber schnell weg, Leute. Triss, Baby. I'm coming zu dir, weil du bist mein Augenlicht. Keine Ahnung. Hey, schieb ab. Wir plündern hier. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei. Sowas glaubt er, kann uns einschüchtern. Drei. Drachenficker! Wow, warum sind die Stufe 11? Die hat gesessen, mein Freund, die hat gesessen. Na komm schon, na komm! So. Boom! Wow! Verfluchter Bastard! So, sexy, ja? Bist du denn des Wahnsinns, Leute? Warte ganz kurz. Ich sehe nix. Verfickte Flüche! So! Burn, Baby, burn, zack! Reißt euch zusammen, Jungs! Wow! Ich komm nicht weg! Voll die Scheiße, ich komm nicht weg! Oh Gott, 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 Gott! Leute, die sind hart! Burn, Baby, burn! Dir ist es egal, dass du brennst, hä?
Nein, bitte aufhören. Wo ist die Zauberin, die hier gewohnt hat? Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Oh, du kriegst gleich noch eine. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit den Diebesgewürmen. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Kleinvieh interessiert mich nicht besonders. Ich kenne dein Gewerbe. Deine gelben Augen habe ich auf dem Platz in der Menge sofort gesehen. Hast du bemerkt, wie sehr das einfache Volk die Flammen liebt? Das ewige Feuer wird sie alle verzehren. So oder so. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Gut, gut, gut. Wenn die weg sind, warte kurz. Gut, sind weg. Die Driss braucht ihre Sachen bestimmt nicht mehr. Die braucht das alles nicht mehr. Ja, ich bring's ihr. Ich bring's ihr nur. Ich nehme sie nicht weg. Wow. Ich bring's ihr nur, ne? Ist klar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Oh, gibt's nichts mehr. Gut, geh mal ran. Driss! War echt schlampig. Kräuter. Wurzeln. Ist Driss jetzt Heilerin? Ja gut, ich nehme die ganzen Sachen. Ich brauche die sie nicht mehr. Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Gut, 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 gut. Guck mal oben nach. Ah, gut. Snaggen. Oh, da geht's auch noch. Oh, was ist da? Ganz kurz. Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankheit. Ja, warum soll ich das anzünden? Bin auch dumm. Ah, gut, Leute. Haben wir da noch?
Super toll. Noch ein Stockwerk. Wahnsinn, wie die Frau gelebt hat, ne? Supi. Brot läuft, bräuchte ich eh. Ja. Ja. Eine verkackte Vase oder Flasche und kann ich nicht vorbei. Echt super Hexer. Echt spät. Oh, was ist das? Oh. Die Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Was, da war noch was? Ja, wir haben alles untersucht, oder? Wir haben alles gesnackt. Pff, easy. Läuft. Fertig, oder? Gut, dann speichern wir. Perfekt, perfekt. Gut, gut, gut. Okay, folgen wir einem Dieb oder sprechen wir mit einem Bettler? Der Bettler will ja bestimmt Geld von mir. Ich brauche das Geld selber. Ne? Ich bin auch nicht reich. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! So. Was soll ich da überspringen? Lauf doch. Warum geht die Kameraposition nicht so weit weg? Oh. Wow, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ist er das da vorne? Ich verfolge jetzt sicher den Falschen. Mann, oh Mann, was für Kuckerspucker! Das ist nicht der Dieb. Das ist nicht der Dieb. Von Wanda, die einen Nilfgaarder verschmähte? Da haben wir schon einen Dieb, gut. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Ja, gibt's irgendwie so ein Abstandsding, was ich halten muss? Okay, wir gehen ganz chillig, ne? Wir essen dabei eine Zwiebel. Ganz unauffällig Zwiebel essen. Vollkommen normal. Fass mich nicht an. Oh, was heißt er? Fass mich nicht an. Oh, oh. Ja, wollte mich noch ein bisschen umschauen. Gut. Supi. Lalalalala. Nein, so, du haltest mich jetzt aber nicht auf, oder? La la la, der Geralt von Riva. Herr, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Ah, ja, da hier. Danke, barmherziger Mann. Willst du meine Geschichte hören? Nein, keine Zeit, mein Freund. Ich bin in Eile. Also, wie er krantig guckt. Aha! Und er macht's gleich nochmal. Doppelt hält besser, ne? Läuft. Opa. Diese hübschen Vögelchen, die hier vorbeiflattern. Titten, ja. Die pralle Blasebälge. Wie die reden, Titten, prall und aufgeschwappt, keine Ahnung. Lal.
Oh Gott. Der muss abgeben, ne? Logisch, ich müsste ihm folgen. Wenn ich den anderen verfolge, habe ich Probleme. Der gibt es den Bettlerkönig-Dingens da, ne? Die Kohle. Dam, da da dam, da da dam, da da dam, da na na na, ein herrliches Wetter. Ich geh spazieren, ich verfolge dich gar nicht. Komm nicht auf dumme Gedanken, mein Freund, ich geh halt nur spazieren. Aber jetzt halten mich die Kinder auf. Doch nicht. Aha! Jetzt sicher mal Footballspielerin, das Kind. Oh! Ah, weg von dem Bettler. Ja, ich weiß eh, wo lang ich muss. Ist schon easy. Ich war nämlich schon mal dort unten. Nur war das Gitter verschlossen. Man braucht einen Schlüssel dafür, den ich nicht habe. Oh oh. Ich weiß nicht, wie viel Abstand ich halten muss. 15 Schritte sind gut. Dem, dededem, dededem, dededem. Wie läuft das Geschäft? Du bist so. Wie läuft das Geschäft? Rennt mir rein. Wie läuft das Geschäft? Ich bin nicht sowas hier. So, ich habe mir nur Heupallen-Ding uns dann, ja, läuft. Novigrad ist ein Geisteszustand, klar? Ganz kurz. So. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. 50. Ach, Leute, ich... Ja, gut. Fang. Du darfst rein. Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die stieß ich hier schön sicher weg. Nein. Ich bin nicht gewöhnt, mich von meinem Schwert zu trennen. Dann müssen wir uns eben trennen. Schieb ab! Warte, 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 warte. Ich hab... Nein! Muss ich jetzt nochmal 50 zahlen? Ah, mein alter Freund, der... Hopsa! Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Ah, gut. Die schließe ich hier schön sicher weg. Ja, anders geht's nicht. Gut. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Sorge. Die warten auf dich, wenn du mein König warst. Oh, ich hoffe echt, dass ich die wieder krieg. Witcher ohne Schwerter, ne? Geht gar nicht. Ne, geht gar nicht. Gut. Was war das, ja? Was ist los mit dir? Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Das Mama. Das ist eine hübsche Kette. Wo hast du die denn her? Lag auf der Straße. Ich habe sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und lügst. Genau wie dein Vater. Guter Junge. Jetzt geh spielen. Mama braucht vor der Arbeit noch etwas Schlaf. Schon klar, gell, dass sie eine Hure ist. Halt deine Poten bei dir.
Was? Ich brauche eine Pause. Du brauchst eine Pause, ne? Überstunden, ist klar. Wie stehen die Dinge? Was willst du? Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck, meinst du nicht? Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut, ich sage Steuern. Du sagst Dieb, ich sage hart arbeitender Außendienstler. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne, weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es, bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Ah, da freut sich wer. Ach, gut. Wir haben Triss gefunden. Läuft. Läuft. Folge Triss. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und ihm wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier.
Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Ja? Wer? Keine Ahnung, ne? Wenigstens habe ich meine Schwerter wieder. Moment, schauen die jetzt anders aus? Moment einmal, hat er mich verarscht, oder? Eine Weltkarte brauche ich nicht. Oh Gott, warum mache ich immer denselben Fehler? Ah, komisch. Ja gut, ne? Passt schon. Sie redet jetzt gar nichts mit mir, ne? Nun? Der eine trägt Schwerter auf dem Rücken, der andere benutzt die Axt als Zahnstocher. Ich bin hier voll egal gerade eben. Supi. Echt sexy von dir, danke. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Das kann ich machen. Ach, natürlich kann ich es machen. Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verletzt. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Ja, supi, Tris. Supi. Läuft bei uns. Na gut, Leute, wir machen jetzt in der nächsten Folge weiter. Wir haben Tris gefunden. Sie sieht besser aus als früher, ne? Treibt viel Sport. Ein knackiger Po, den wir leider nicht sehen können. Na? Nein, nicht wirklich. Versuchen wir. Wir versuchen es. Geht nicht, ne? Gut. Supi toll. Na? Gut, Leute, dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi.